Und was sind deine Erwartungen an die heutige Tour? Dass es wirklich ausgeht, dass wir den Berg besteigen. Ja, naja, es ist vielversprechend. Da steht nämlich großer Sulzberg oben und Wanderweg und auch Parkmöglichkeit. Damit haben sie die Forstbetriebe Wallner bei mir rehabilitiert, weil es ist nämlich tatsächlich so, dass wir das schon einmal probiert hätten. Und da sind wir also gescheitert daran, dass die Wege, die auf der Karte einzeichnet sind, alle nicht mehr gibt. Und dass man eigentlich auch bei den Wildschutzgebieten nirgends hinein darf. Und da zumindest gibt es halt auch, wo das Wildschutzgebiet ausgewiesen ist, nämlich die Fläche, die da eben betroffen ist davon. Und das ist sehr gut. Und dass man den großen Sulzberg zugänglich macht, ist auch gut. Und damit sind wir alle zufrieden. Ja, und damit heißt es, hallo und Grüße aus dem Fadental, beziehungsweise der Lerchalm. Ja, ich bin Flatterbein und heute geht's auf den großen Sulzberg, so Gott will, weil das haben wir schon einmal probiert und das haben wir nämlich kolossal gescheitert. Der große Sulzberg ist ein wenig besuchtes Ziel. Das liegt einerseits daran, dass die Anfahrt total weit ist, andererseits, dass es nicht wirklich einen markierten Anstieg gibt. Ja, nicht zuletzt deswegen, weil weite Teile der möglichen Zustiege und auch der Wege, die auf den Karten eingezeichnet sind, alle nicht mehr existieren und da ein großes Wildschutzgebiet zu unserer Rechten sich befindet. Nachdem es zumindest noch einen offiziellen Anstieg gibt, sollte man das auch respektieren, weil man auch natürlich sehr kritisch hinterfragen darf, warum dieses Wildschutzgebiet in alle Richtungen von Hochständen umzingelt ist. Aber naja, zum Glück bin ich kein Wild, kein Jagdbares. Ja, Lerchentrog heißt es da. Warum wohl? Schau einmal, da sind es die Lerchen. Und da heißt es Schottertrog. Da weiß man auch, was das Material für die Vorstraßen hier haben. Da ist jetzt eine Abzweigung nach rechts, die nehmen wir nicht. Sondern wir halten uns da geradeaus. Laut Karten sollte da jetzt ein kleines Steigerl nach rechts abzweigen. Zu einer Jagdhütte. Und wenn wir das finden, nehmen wir es. Aber ich glaube, das findet man nicht. So, da vorne hat sich ein Jäger mit einem Sinn für schöne Aussicht hin platziert. Ja, nicht da verlockend, geradeaus weiter. Wir machen da das S fertig und gehen da hinüber. Ein bisschen steiler und immer noch durch Felsen hinaufgeht. Ja, da drüben mit dem Wolkenhaberl sieht man den Göller. Und dahinter eine markante Berggestalt vom Gipfel. Da gibt es schon Videos von mir. Überschreitung ist was ganz was Großartiges in 2 Tagen. Macht Spaß. Das ist Bestandteil vom 30-Tage Rundwanderweg. Ja, mit so einer Aussicht ist leicht rosten, gell?
So, da vorne kommt eine Jagdhütte in den Blick. Da kann auch dieser Forstweg hin, wenn man dem so folgen will. Aber wir werden einen anderen Anstieg wählen. Da ist die Abzweigung. Nach rechts geht es zur Jagdhütte. Da gibt es ein Wiesel hinauf. Nach links geht es zu den Schweighüttenboden. Da müssen wir nicht hin, sondern wir gehen da jetzt geradeaus über das Wiesel rauf. Ja, wer sich da am Rand dieses schönen Wiesels befindet und aufsteigt, der hat es fast schon geschafft. Da wird es jetzt zwar wesentlich steiler und mühsamer, aber es sind aber auch nur mehr 500 Meter Luftlinie vom Gipfel entfernt. Frieden auf Erden, Großer Sulzberg, 1400 Meter, ganz genau. Ja, wird belohnt mit einer umfassenden Aussicht. Also ein wahrer Gipfelreigen tut sich auf. Dahinter ist der Hochschwab. Noch ein bisschen Schnee ist da. Ja, und dann gehen wir da um. Sehr breiter Rücken des Göller. Dahinter muss man die Schneealpe sehen. Die Veitsch ist verdeckt durch den Wald. Dort haben wir einen Gipfel, relativ verblasst im Hintergrund, ist da ein Schneeberg. Ja. Eindeutiger Wahnsinn. Da drüben haben wir auf jeden Fall den Tiroler Kogel gefahren mit der Station oben Hennesteck. Und dann sind wir da wieder beim Ötscher. Und was du da liest du da aus dem Buch? Ja, da waren am 13. Juli
Juni, 21, am 14. Juni, am 17. war der letzte. Aha, na, sehr gut. Wir haben heute den 19. Ne? Wir haben heute den schönen 19. Ja? Ja, ein schöner Berg, ein schöner Platz. Gell? Ja. Der hat sich ausgezahlt, oder? Wir sagen diesen schönen Gipfel ade. Baba, großer Fuchsberg. Tschüss. Berg Einsamkeit pur am großen Sulzberg. Ja, dem aufmerksamen Beobachter wird sich nicht verschlossen haben, dass wir einen anderen Weg absteigen, als den wir gekommen sind. Wir probieren die Überschreitung vom großen Sulzberg in Richtung des kleinen. So ein unschwieriges, aber schönes Gelände, gell? Eine herrliche Aussicht. Überschreitung, ganz herrlich. Jetzt ist die Frage, ob es da noch irgendwo einen Pferdefuß gibt. Ja, wenn wir da entlang stolzieren, sehen wir da drüben eine Forststraße hinaufkommen auf diese Wiese und eine entsprechende Nase ist ein bisschen in Richtung Nordosten abzweigt. Die nicht nehmen, da findet man keinen Abstieg. Ganz alte Markierungen, schon. Und so viel vergisst man nicht, da muss man direkt aufnehmen, dass man das nicht vergessen. Schaut noch vielversprechend aus mit einer Steigspur, gell? So, am Ende von dem Wiesel kommt man ein bisschen steiler in den Wald hinein. Da ist ein bisschen zum Aufpassen. Momentan ist da ein großer Baum umgestürzt und man kann da auf einer etwas ausgesetzten Stelle vorbei und da auf Steigspuren hinunter. So, schaut so aus, als ob es da runtergegangen ist. Soll ich dir die Stöcke abnehmen? Ja. Das ist da vielleicht leichter, gell? Also der Steig ist schlecht. Kann ich wirklich nur jemandem empfehlen, der sehr geländegängig ist. Mindestens so geländegängig wie meine Mama. Ja, der Fellow schlägt sich wacker in einem schweren Gelände. Da war es ganz schön felsig drüben. He? Und wir wandern da jetzt noch ein bisschen weiter um, weil in das steinschlaggefährdete Gebiet will ich nicht. Ja, die rettende Forststraße ist nah, aber sie ist noch nicht da. Also man sieht, der Weg ist nicht vorhanden und auch nicht empfehlenswert. Ja, oberhalb von dem Hochstand trifft man auf diese Steigspuren da. Und damit haben wir den Abstieg zur Forststraße praktisch geschafft. Das kann es ja jetzt fast nicht sein, dass der Jäger da keinen Zustieg zu seiner jagdlichen Einrichtung hat. Die jagdliche Einrichtung da erwehrt sich des Zustiegs fast erfolgreich, aber da kommt man jetzt endgültig runter. Es sollte da aber ein Steig führen. Da hat man sehr gründlich dafür gesorgt, dass ich da weit und breit keine Steigtrasse sehe. Ja, sehr mühsamer Abstieg also.
trotzdem erfolgreich gemeistert. Und jetzt auf der Forststraße da auf ungefähr gleichbleibender Höhe wieder in Richtung Westen. Ja, da unten jede Menge Wiesel, jede Menge Forststraße. Ein bisschen weiter drüben sind wir dann aufgekommen. Schaut da mit der Buche. Ist bald aus, da ist der Pilz drinnen, ja. Aber ein paar Äste sind noch im Betrieb. Ja, da oben hast du auch, schau, überall wird das Wild geschützt. Das wird der Wildschutz sein. Also da sind wir jetzt wieder am Anstiegsweg, genau bei diesem S. Ja. Ich habe da vorhin Klagen gehört über meinen Tourenwagen. Jetzt kannst du dich auskotzen, jetzt kannst du das Publikum teilhaben lassen an deiner Gefühlslage. Auf jeden Fall dürfen sie sich auf dich nicht verlassen, weil du gehst mit der ÖK50 und die sagt nichts Gutes an. Ja, also man muss wirklich sagen, in diesem Gebiet ist der ÖK50 so aus Höhenlinien und normale Vorstraßenbetrieb ganz gut auf Zack. Alles, was da an Steigen eingezeichnet ist, Leute, das könnt ihr im Prinzip vergessen. Also eigentlich kein einziger punktierter Steig, eingezeichneter Steig existiert da tatsächlich. So Überschreitung. Also landschaftlich wunderschön, die Bilder werden es gezeigt, haben keine Frage. Den Abstieg, ganz ehrlich, kann ich nur Leuten empfehlen, die wirklich glauben zu wissen, was sie tun. Und die sich nicht davor scheuen, dass im Wald einmal an einer steileren Passage da halt einfach über erdiges und zum Teil fast schon schrofiges Gelände runter müssen. Ja, und ansonsten schön war es ja trotzdem, oder? Ja, sicher. Ja, noch ein Punkt zu der Tour. Es gibt am ganzen Weg keine sichere Wasserquelle, jedenfalls so wie es wir begangen sind, nicht? Und auch keine Einkehr. Das ist natürlich mit der Grund, warum der Berg so einsam ist. Ja, also total einsame Tour. Nicht damit rechnen, dass sie irgendwie in schlechte Gesellschaft gerät, so wie es gibt nicht keine. Ja, oder Jäger, den wir Papa schießen wollen. Da beim Wildschutzgebiet. Ja. Da ist erst aufgelogen, schau, auf dem Baum. Ja, äußerst bedacht, den Wanderer vor einem Fehlabstieg zu bewahren. Wildschutzgebiet, ja, nicht in den Graben da rein. Ja, Sieg! Und am Parkplatz steht auffälligerweise nur ein Auto. Wie konnte denn das geschehen? Hä? Ja, Windschutzgebiet, Mama. Wie war es im Windschutzgebiet? Wir waren ja gar nicht drinnen, ne? So. Genau. Ja, lieber Teller, eine schöne Tour geht es da rein. Es war sehr schön, aber es war der Abstieg sehr anstrengend durch den Wald. Genau. Ja, wer vielleicht die Überschreitung da nicht machen will, natürlich ist auch der Rückweg auf dem Anstiegsweg eine Option. Ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr weiter viel zum Sagen, außer ich bin Flo dabei. Und ich bin Bello. Ja, und vielleicht sieht man sich ja mal bei einer anderen Tour. Habe ja eigentlich schon mal erwähnt, dass ich total froh bin, dass das sprichwörtliche Ding der Pferdefuß ist und nicht der Einhornfuß. Falls das schief geht, naja, dann hört es uns irgendwann später noch in ein paar Szenen fluchen.
und wieder da aufhampeln, damit wir auf der anderen Seite runtersteigen. Ein schönes Wiesel eigentlich, gell? Ja? Saftig. Gehen die einhornigen Instinkte wieder mal wieder durch. 10 habe ich schon. Ich habe sogar 10 Zehen. Die einzige Chance fürs Wild sind jeder Ohreis.